Jo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Connect 2. Ja, wir machen jetzt hier weiter, hier in dieser alten Stadt. Und ja, wir wollen ja hier schauen, wo dieser Jurik hier die Roboter, die Kobold-Roboter erschaffen hat. Nach diesem Ort suchen wir und auch wie er es gemacht hat, ja. Und letzte Folge hatten wir zuletzt so ein ganz großes Tor hier geöffnet. Und hier sind auch erstmal wieder ein paar Feinde. Die machen wir erstmal weg. So. Oh. Haha, nein! Dieser Moment. Ich mache haha und falle in dem Moment dort nach unten. Okay, dazu sagen wir mal nichts. Ja, wir tun mal so, als ob das niemals passiert ist. Und ich schätze dort drin. Die große Pyramide wird vielversprechend. Dann schauen wir nach. Wird etwas sein. Und hallo hier an die Gegner. So, jetzt haben wir unser Schwert erstmal wieder. Sehr schön. So, der große hier muss weg. Oh Mist. Aua. Bitte nicht zuschlagen. So, der wäre erledigt. Und jetzt ab in die große Pyramide hier. Ab in die große Pyramide. So. Folgt mir nach unten. Unfassbar, dass Kobolde das gebaut haben. Das waren Hochkobolde, Lucas. Die sind ganz anders als die, die sich in der Wildnis herumtreiben. Da brennt ja Licht. Glaubt ihr, da unten ist jemand? Es ist 200 Jahre her. Wenn jemand da unten ist, dann hoffentlich auf unserer Seite. Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie eine Art Lagerhaus. Nicht ganz das, wonach wir suchen. Was haben wir denn hier? Ob es wohl vielleicht noch so einen Hochkobolden gibt? Das täte mich mal interessieren. Hier muss ich doch 100% was mitmachen, oder? Wir schauen uns mal hier weiter um. Jawohl. Metall steht dir echt gut, Kumpel. So viele Kisten. Ja, aber was ist drin? Das ist die Frage. So, das ziehen wir mal hier entlang. Wirklich genial, Nick. Danke. Habe ich gut gemacht, oder? So, einmal hier entlang. Zack. Wie sahen diese Hochkobolde denn aus? Tja, es heißt, sie hätten Markierungen im Gesicht gehabt. Vielleicht finden wir ja eine Mumie oder so. Okay, hier brauchen wir auch wieder Strom. Halt, wir gehen das mal hier ran. Du hast es geschafft! Der Strom ist wieder an! Danke, Nick! Oh, hallo. Vorsicht! Dieser Roboter sieht edler aus als die anderen. Aufgepasst! Die sind viel schneller als vorher.
Na super. Noch mehr davon. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Los. Zeig, was du drauf hast, Dude. Ja, ich hab da was für dich. Bitteschön. Diese Roboter sind zäh. So sind sie damals wahrscheinlich tatsächlich gewesen. Furchterregend. Ja, die sind in 200 Jahren nicht gerostet. Also, die sind auf jeden Fall gefährlicher. Und wir müssen hier wieder so eine Linie ziehen. Halt, Moment. So, einmal hier entlang und zack. Okay, ich habe das irgendwie gerade falsch gemacht. So, nochmal. Diesmal habe ich es wieder richtig gemacht. Und wir haben jetzt auch wieder hier unsere modernen Roboter. So, der eine blaue hier muss erstmal weg. Gut. Den haben wir. Komm her. Sehr schön. Das ist also in den Kisten. Wow. Einmal hier hoch. Leider haben wir unser Metall verloren. Das ist schade. Ich denke mal, wir werden es auch bestimmt gleich wieder bekommen. Aua. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen kleiner als der hier. Die uralten Waffen hier sind alle in einem super Zustand. Ja, so glänzend wie am ersten Tag. Nein! Wow. Das war knapp. Gerade noch so geschafft. Hier können wir wieder Metall werden. Metallgeneck. So, einmal. Nein. Nein, 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 nein. So, schnell hier langziehen. Ja. Ach nein. Nochmal schnell. Danach kümmern wir uns um die Gegner. Wenig weh. Was haben wir denn hier? Hier kann ich nichts mehr machen. Ich schätze, diese Roboter wurden hier alle für den Krieg gehortet. Ob die hier in der Nähe gebaut wurden? Komm ich denn dort? Ah, wow. Das erklärt sich schon hier von selbst. Zerstören wir mal lieber. Okay, das hat leicht funktioniert. Ich muss sagen, ich hätte mir vorgestellt, dass vielleicht einer zumindest wieder aufsteht von denen oder so. Jawohl. So, und bevor wir weiterlaufen, ich tue erstmal hier etwas verbessern. So, einmal das hier, die Kraft von Körperschlägen steigt. Ja, ist nicht verkehrt, glaube ich. So, Metall nehmen wir mit. Sehr schön. Folgt mir, meine Freunde. Immer weiter mir folgen. Ja. Halt, Moment. Müssen wir vielleicht die Kiste hier irgendwas nehmen? Nein, sieht nicht so danach aus. Aber wir müssen hier die Gegner erledigen. Aua. Mir gefällt es nicht, dass dort oben einer ist, der auch noch feuert. Kommt dort aus. So.
Den müssen wir uns schnell kümmern. Wow. Kollege, hätte auch ruhig oben bleiben können. Moment, weg mit dir hier. Nein, jawohl. So, Metall hier. Hey Onkel, wie hast du diesen Ort gefunden? Durch den Namen Targu. Er bedeutet großer Fluss in der Sprache der Hochkobolde. Ryder, ich bin beeindruckt. Mist, unser Metall ist weg. Wie komme ich denn dort hoch? Ich glaube, ich muss halt wirklich die Kiste von hier aus nehmen. Geht es nicht, die Witze nehmen irgendwie? Irgendwie halt nicht. Ich war gerade hier hinten. Da muss ich noch was verbinden mit Strom. So, einmal hier so herum. Aber was haben wir jetzt noch damit aktiviert? Ach, die Kiste. Ja, jetzt ist die hier. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. So. Bin sofort wieder zurück. So. Zack. Jetzt ein paar Mal hier dagegen schlagen. Ja, 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 ja. Jetzt einmal hier hoch. Und hier rüber. Jawohl. Dann ziehen wir jetzt von hier aus so eine Linie hier rüber. Sehr schön. Und gehen hier durch. So, zack. Hier nochmal kleiner werden. Wieder größer, wieder kleiner. Und wieder größer. Tut mir leid, kleiner Mann. Bleib stehen. Hallo, ich brauche die EP. Ich brauch die EP, denn ich brauch solche Punkte zum Leveln. Wow, was ist das denn für einer? Oh. Boah, der hat eine Säge. Naja, eine Säge ist das noch nicht. Eher so eine Art Sägeblatt, was er da dran hat. Ja, so stark war er nämlich schon nun auch jetzt nicht hier. So. Wir nehmen uns einmal das hier. Jawohl. So, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Ich und meine Schwerter sind bereit. Wir müssen ein Labor finden. Oder eine Werkstatt oder sowas in der Richtung. Ja, irgendetwas, das uns Hinweise liefert. Ich brauche aber erstmal Metall. Das wäre gerade erstmal gut. Das würde mir schon reichen. So, hier ein paar Mal dagegen erstmal. So, zack. Jawohl. Hier muss ich so klein durch. Ja, komm schon, Knack. Jawohl. Sehr schön. Dort hinten ist noch eine Kiste. Die hätte ich eigentlich gerne. Hey, da ist ein Roboter. What? Da kommt einfach durch die Laser durch. Ich dachte gerade, die Laser erledigen den vielleicht. Aber nein, leider nicht. Leider nicht. Dann leg mal los, Kumpel. Ja, ich höre alles, was du kannst, Neck. Du schaffst das. So, kommen wir dort jetzt nicht nochmal nach oben. Da kommen wir wohl nicht lang. Wir könnten es versuchen, aber wir müssen etwas gegen die Laserstrahlen unternehmen. Na super. Wo ist der denn hin? Das erfahren wir früh genug. Aua, das war weh. Ein klein wenig.
Karnak ist zurück. Super. Tarnak. Gnack, wenn er klare Kristalle absorbiert hat. Mit R1 verwandelst du dich in Tarngnack und wieder zurück. Tarngnack kann Sicherheitslaser passieren, ohne Schaden zu nehmen. Okay, ich sehe es schon hier an uns. Ja, wie wir dann hier aussehen so. Gut, ich bin bereit. Dann gehen wir mal hier durch. So, hallo. Ich bin der kleine Tarngnack. Und wieder zurück. Ich schätze mal, das hat die Dinger alle ausgeschaltet, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Dass wir jetzt umsonst nochmal zurückgehen. Wir gehen lieber nochmal dorthin. Ist vielleicht besser. Halt, Moment. Wir haben ja hier dagegen geschlagen. Dort geht das sogar noch einen Weg woanders lang. Ja, okay. Wir haben das Zeug hier damit ausgeschaltet. In dem Bereich. Dann wird das hier auch weiterhin bei dem Rest des Weges so sein. Oder auch nicht. Aber gut. Wir haben ja eh das Tarnzeugs. Aber unsere Freunde, die müssen halt an der einen Stelle da durch. Boah, das hat weh. Komm her, du kleiner Segenmann. Oho. Da kommen die Schwerter wieder aus der Hosentasche. Sehr schön. Jawohl. Einmal hier durch. Hallo, da bin ich wieder. Tarnak! Super! Klarer Kristall! Sieht klasse aus, aber was kann er tun? Dann zeig's ihm mal, Nack. Unglaublich. Vielen Dank auch. Das gefällt mir schon besser. Das hat was von verrücktem Wissenschaftler. Ja, und ist auch gut verteidigt. Schau nach oben, Nack. Da ist deine Schwachstelle. Wir haben es gefunden. Juriks geheimes irgendwas. Juriks Labor. Ja, wir haben es gefunden. Das sieht auch sehr, sehr gefährlich aus. So. Aber wir wissen, was wir zu tun haben. Was krass wäre, wenn dieser Jurik noch leben würde. Vielleicht hat er ja irgendwie was, wodurch der ewig leben kann oder so. Aber das wage ich zu bezweifeln ein wenig. Aber man weiß ja nie. Man darf ja auch mal ein bisschen verrückt sein. So. Da kann ja sein, dass der noch lebt. Hey, bleib stehen, kleiner Mann. Nein, er ist abgehauen. So, wir gehen mal hier lang.
glaube, das. Wir müssen durch diese Energiebarriere. Kann man hier hoch? Den einen hier wieder wegmachen. Der mit seinen Sägedingern hier. Weil er ein wenig, das muss ich ja immer so sagen, der nervt wirklich ein wenig so im Kampf. Auch wenn er eigentlich einfach zu besiegen ist. So, das schieben wir mal noch weiter. Dort an das Ding ran, ja. Kann ich hier rüberspringen? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Aber hier. So. Aha. Hä? Geht das jetzt gar nicht mehr weiter? Nein. Aber wir haben einen Weg. Ja, und Feinde. Einmal hier rüber. So, ich würde sagen, wir gehen ganz kurz zu dem Oberhund. Der nervt mich gerade ein wenig am meisten hier. Jetzt nur noch du hier. Mach dich bereit. So. Nur eigentlich, wenn das mehrere sind, haben wir eigentlich ein etwas größeres Problem mit denen manchmal. Wenn die aber jetzt immer alleine wären, ja. Da haben die wirklich keine Chance, die Roboter. Muss ich ja mal so sagen. Alleine haben die halt wirklich keine Chance gegen uns. So, ich gehe einmal hier ran. So, der eine muss erstmal weg. Jetzt fehlt der andere. Mal sehen, wie weit es noch ist. So, hier rein das Loch. Ah, hier haben wir unterschiedliche Schalter. So, jetzt hier nochmal durchgehen. Und dann können wir dort unten entlang. Verstehe. Mal sehen, wie weit es noch ist. Zu diesem ganz großen Kristall, zu dem wir hinwollen. Ja. Ah, hier müssen wir wieder. Was machen wir? Diesen Lasern und dort hinten stehen Roboter. Die werden 100 Pro gleich aufwecken. Da bin ich mir sicher bei denen. So, einmal hier ran. Halt. Hm. Mit dem können wir hier nichts machen. Aber vielleicht mit dem. Mit dem glaube ich schon eher. So einmal. Das hier vielleicht so. Moment. Hm, naja, ich wage zu bezweifeln, dass wir das hier nehmen müssen. Oder ist hier irgendwas? Hm, hier hätten wir dieses komische Ding, wo der Laser da so rangeht. Moment mal, ich muss mich mal ganz kurz hier umschauen. Dort wäre auch noch ein Loch. Dort könnten wir durch. Hm, wir gehen jetzt erstmal durch das kleine Loch, würde ich sagen. Los geht's, Knack. Wow. Ein reines Laserparadies. Und dort drüben wäre ein Schalter. Aber wie kommen wir denn an den ran?
Schwierig. Ich weiß gerade leider nicht so ganz. Machen wir das mit dem Hinweis. Ah, Moment. So. Zack. Dann kommt hier als nächstes das Laserding. Ah, das andere Ding hier ist mir ein bisschen im Weg. Geh du mal bitte hier durch. So, zack. So, wo soll der Laser denn rangehen? Hier hinter doch nicht. Ach, an das Zahnrad. Wow. An das Zahnrad dort. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte halt eher an irgendwie was wie einen Schalter oder so eine Art Stromquelle. Ja, an ein Zahnrad habe ich jetzt nicht gedacht unbedingt. Daran habe ich nun wirklich nicht unbedingt gedacht. Aber nun gut, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Und wir kommen jetzt hier lang. Hier haben wir eine Box. Aber das ist kein Weg. Wo müssen wir dann jetzt hier entlang? Ich gehe mal hier ran. Ah, weil dort unten die Kiste war. Und das eine Art Bonus-Ding war. Müssen wir hier hoch eigentlich. So ein Ding. So, jetzt haben wir hier unser Schwert erstmal aber wieder. Schwertzeit ist eine schöne Zeit. So. Let's go. Oh, das Schwert hätte ruhig noch ein bisschen länger bleiben können. So, sehr schön. Und ich sehe schon, wir müssen hier wieder ein Laserspiel machen. Juhu! Okay, das Teil kann ich hier nicht herausschieben, merke ich gerade aus dieser Form. Damit müssen wir 100% das Ding hier nach oben schieben, oder? Also nach oben bringen. Naja, bestimmt. So. Einmal mitkommen bitte. Halt. Das Ding hier möchte ich schieben. Gut. Das haben wir. Hier hinten müssen wir wieder als kleiner Kneck durch. Da haben wir eine Kiste und anderen Stuff, sehr schön. Jawohl, hoch hier. Und dort ist der Stein. Stein, wir kommen. Los geht's.
Das wäre geschafft. Raus, was da drin ist. Gut, dann schauen wir mal dort rein. Ich könnte ihn wirklich stundenlang dabei zusehen. Nur noch ein bisschen. Ich wette, hier gibt es überall Spuren von diesem Jurek. Was wir wohl finden? Oh. Jurek hat hier gut aufgeräumt, bevor er weg ist nach sonst wo. Ja, nur noch Reste übrig. Ah, schaut mal. Eine Karte vom Reich der Hochkobolde. Oder vielmehr eine halbe Karte. Und was habt ihr? Offenbar konnte man die Roboter aus der Ferne aktivieren und steuern. Schon ziemlich cool. Es ist cool, Ryder hier? Aber ich bin nicht überrascht. Mhm. Lucas, ich habe dir doch erzählt, wie Marius die Koboldarmeen besiegt hatte. Ah. Tja, sein Triumph währte nicht lange. Von der Niederlage gedemütigt, kehrte Jurek zurück in sein Labor und schmiedete einen neuen Plan. Er entwarf ein Kontrollzentrum, aus dem er seine Armeen koordinieren und befehligen konnte. Und er schuf Waffen, die so mächtig waren, dass kein Mensch sie aufhalten könnte. Die größten dieser Waffen nannte man die Titanen. In der letzten Schlacht führte Marius die Überreste der menschlichen Heere gegen die Kobolde. Die Titanen waren mächtige Gegner. Und es schien, als wären die Menschen am Ende. Doch in Wahrheit sorgte Marius nur für eine Ablenkung. Während er gegen die Titanen kämpfte, drang sein Angriffstrupp ins Kontrollzentrum ein. Marius' handverlesene Krieger bahnten sich ihren Weg an den Verteidigungen vorbei bis mitten in sein Herz. Auf dem Höhepunkt der Schlacht, nur Augenblicke bevor der Rest der menschlichen Armee in die Knie gezwungen wurde, schaltete der Trupp das Kontrollzentrum aus und die uralten Waffen standen still. Sie bewegten sich nie wieder. Ohne die Titanen waren die Hochkobolde schnell besiegt. Diesmal, das wusste unser Gründer, gab es keine Gnade. Die wenigen Kobolde, die überlebten, wurden in die Wildnis vertrieben. Und Marius ging als der größte aller Anführer in die Geschichte ein. Wow. Glaubst du, jemand hat das Kontrollzentrum entdeckt und reaktiviert die Roboter von dort? Vielleicht. Aber niemand weiß, wo das Kontrollzentrum ist. Wir auch nicht. Hier gibt es keine Hinweise mehr. Was jetzt? Wenn wir nach altem Kram suchen, gab es da nicht diesen Ort in Athenium? Ja, das Museum. Da haben wir die alten Prototypen des Doktors hingebracht. Gute Idee, Nick. Wir sind dran. Das war Xander. Er sagt, die Kobolde greifen eine Menschenstadt an. Athenium vielleicht? Ja, aber woher... Ist eine Theorie. Es ist eher eine Hypothese, Leute. Ganz egal, wir sollten gehen. Da ist die Stadt. Ich gehe runter, damit wir was sehen. Krass, lauter Kobolde. Uralte Waffen haben sie auch. Das ist nicht gut. Schlimmer. Die haben das Kontrollzentrum entdeckt. Wow. Die Mönche machen sich kampfbereit. Wir müssen mit Xander reden. Freunde, vielen Dank für eure Hilfe. Ava, du hättest mir sagen sollen, dass du unsere Freunde begleitest. Du hättest mir sagen sollen, dass du meine Brüder in die Schlacht schickst. Unser Weg ist der des Friedens. Ich bin mir über den Weg der Mönche bewusst. Ava, du bist eine gute Anführerin. Aber du bist jung und vielleicht habe ich dich zu sehr behütet. Den Weg des Friedens als Ideal respektieren wir. Aber wenn man uns in der realen Welt bedroht, müssen wir kämpfen. Gibt's keinen besseren Weg? Die Antwort ist leider nein. Xander, wir müssen zum Museum, um mehr Informationen zu sammeln. Aber in der Stadt wimmelt es vor Kobolden. Das Museum ist etwas nördlich von hier. Garrett Hale sorgt für Ablenkung, um die Kobolde fernzuhalten. Danke, Xander. Komm mit, Nick. Wenn du sie begleiten möchtest, dann geh. Und Ava, pass gut auf. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Oh
Koboldangriff. Okay, hiermit machen wir dann weiter in der nächsten Folge, Leute. An der Stelle war es das erstmal wieder Video. Lasst einen Daumen nach oben gerne da und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.